Okay, bei mir geht es gar nicht so. Okay, warte mal, diesen Tayo, ne? Ah, den habe ich gerade schon reden hören im Video. Schade, das hätte ich ihn gerne so Latino. Machen wir trotzdem. Grazie. Das ist eine Reto Portare Maxima. Übrigens die größte Spinne der Welt. Das Bild ist ja witzig. Komm, lass mich mal groß machen. Geht nicht. Das ist wirklich eigenartig. Trotzdem kein Grund, die Nerven zu verlieren. Hätte nicht gedacht, dass es die hier gibt. Das ist ja auch wirklich ungewöhnlich, Herr Tomji. Ist diese Maxima giftig? Nein, das ist sie nichts, aber beißen können sie trotzdem. Hey, Tayo, du bist kein Spinnbotaniker, also halt einfach mal den Ball flach. Das heißt Archäologe. Also, das heißt ja der Archäologe. Ja, ja, du Schlauberger. Kümmer dich lieber um deine nicht vorhandene Musikkarriere. Wie war das mit seid lieb zueinander und so? Könnt ihr jetzt mal damit aufhören? Jetzt bleibt mal bitte beim Thema. Nichts sagen. Genau, so machen wir es. Gabriela, schick mir mal dieses Spukvideo. Ich glaube nicht an Geister. Ihr etwa? Geister? Nö, ich fahre aber gerne Geisterbahn. Das ist quasi noch besser. Wie geistreich. Ich habe einen Onkel, der sieht ständig tote Menschen und will einfach nur, dass es aufhört. Wahrscheinlich ist er Totengräber. Oder Bestatter. Im Ernst jetzt? Ja, aber vielleicht ist Bestatter einfach der falsche Beruf für ihn. Vielen Dank auch. Also ich glaube auch nicht an diese Geister. Aber ich frage mich hier nochmal, wenn wir in diese Keller eine angebliche verfluchte Ruine stehen. Sorry, für sowas habe ich echt zu schwache Nerven. Will ich gar nicht darüber nachdenken. Guck mal, Leute. Das sagt mein Lieblings-YouTuber Pete Smith zu diesem Thema. Wow. Übrigens, nein. Ja. Die Frage, glaube ich an Geister? Nein. Kein Stück, ehrlich gesagt. Diese ganze Spuk und Scheiß ist irgendwie nicht so meins. Ich bin auch gar nicht so schreckhaft. Von daher, nicht wirklich. Geister existieren in meiner Welt. Nicht und solange mir da nichts anderes bewiesen wird, wird das auch so bleiben. Da lag er noch in der Kitze, war? Der Poche lag er da wohl noch, wa? So, ich vergesse immer, die Kamera mal auszumachen. Tut mir leid, das ist, ist nicht böse gemeint. Da habe ich mir noch keine großen Gedanken drüber gemacht. Achso. Sorry, kenne ich nicht. Was ist mit dir, Tomji? Glaubst du an Geister? Ich denke schon, dass es sowas wie Geister oder freie Seelen gibt. Solange es keine Beweise für Geister gibt, glaube ich auch nicht dran. Ein bisschen schon. Man kann halt ja nie wissen, ne? Na komm, machen wir das. Und gehen mal ein bisschen darauf ein. Tomji, dann hast du ja mal was mit Gabriela gemeinsam. Okay. Seltsam,
dass sich diese ganzen Geister-Stories und Phänomene nie hundertprozentig beweisen lassen. Warum wohl? Sowas passiert komischerweise auch immer nur Leuten, die an sowas glauben. Wo er recht hat, hat er recht. Tja, da scheiden sich wohl die Geister. Nicht wahr, Gabriela? Die ist bestimmt gar nicht mehr da oder schon tot oder so. Verdammt, ihr rafft es einfach nicht. Ach, guck mal, Ruby sagt auch mal. Spammt mal nicht so die Gruppe zu, ich komme nicht mal zum Lesen. Helft mir mal lieber mit der Frage. Ah, lest doch erstmal durch, was da überhaupt geschrieben worden ist, Ruby. Mach doch jetzt nicht so einen hier. Was ist denn das? Nephrotinisches Syndrom. Ja, damit kenne ich. Es bestehen Ödeme, das sind Sektoren erhöht. Es wird ein Hypernehmen. Ja, alles klar. Ich glaube, Nummer 1, Ödeme, haben nichts damit zu tun. Ich tendiere zu Nummer 2, das Krea-Serum ist nicht immer erhöht. Nummer 3, Hypoproteinämie ist unlogisch. Ja, das stimmt. Das ist unlogisch, das finde ich auch. Ruby, wir haben gerade andere Sorgen. Ich finde das Nummer 3 völlig unlogisch. Hat echt keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Quatsch, Tomji! Antwort 2 ist richtig. Das Kreatin ist nicht zwangsläufig erhöht. Wusste ich's doch. Kira, du bist nicht nur heiß, sondern auch noch schlau. Okay. Cedric, und du bist nicht nur nervig, sondern hast auch keine Chance bei mir. Mua! Oh, das ist aber gemein jetzt aber, ne? Weil man wird mich ja kratzen, aber es juckt mich nicht. Jetzt fangt bitte nicht schon wieder damit an. Mensch, Leute, jetzt bleibt doch mal ernst. Können wir uns mal bitte um Gabriela kümmern? Nichts sagen. Okay. Ruby, hast du überhaupt mitbekommen, was Gabriela geschrieben hatte? Ja, das glaube ich nämlich eben nicht. Jetzt erst, das klingt echt unheimlich, ja. Ich bin allein daheim, hab jetzt echt Herzklopfen. Ich habe auch so einen Anruf bekommen, so ein Dings. Professor Kruger. Hallo, Herr Prof. Ja, wer lädt den denn ein in der Gruppe? Wer macht denn so etwas? So, als würdest du deinen Chef hinzufügen. Oh mein Gott, Cedric, was soll das? Warum fügst du den Prof hinzu? Das ist ja mal eine ganz freundliche Begrüßung von Ihnen, Kira. Cedric hat mich gebeten, dabei zu sein, um Ihnen bei den Klausurenvorbereitungen zu helfen. Was bedeutet, oh mein Gott, Kira, was soll das bedeuten? Obduzieren mal Gliederschmerzen, macht Gliederschmerzen, ach so. Jetzt, oh mein Gott, heißt das, Prof. 1-0 für dich, Jonathan. Jetzt seid mal nicht so fies zu ihr. Wir sind mal Streber. Jonathan, du bist so ein Arsch. Ja. Was dagegen? Madame ist heute wieder gut gelaunt. Heute Nacht auf einer Erbse geschlafen. Prinzessin. Ja, kann sein. Mache ich immer mal. Also öfters, um zu merken, ob ich noch eine Prinzessin... Nee, doch nicht. Seh grad, war dein Gehirn. Ja, 1-0. Yeah, Bitchfighter morgen. Wer ist denn hier die Bitch? Oh, dann hör doch mal auf, du Bitch. Heute ausnahmsweise allein geschlafen oder hast sie schon nach alle hast du schon nach Hause geschickt? Das zweite. Die beiden hatten ein Model-Shooting. Okay. Leute, der Prof liest mit, ne?
Das tue ich. Aber keine Sorgen, Tomji. Ich war auch mal in eurem Alter. Entschuldigen Sie, Prof. War eben nicht so gemeint. Kein Problem, Kira. Übrigens sind Sie jetzt mit Ihrer gemeinsamen Ärzteblatt verewigt. Huch. Ach, wie schön. Dozent des Jahres steht fest. Schwindel. Hämorrhoiden bekämpften man jetzt schon von innen. Hört, hört. Werde ich jetzt berühmt? Klarer, als 007 Blond stirbt einen anderen Tag. Und auch noch ein großes Dankeschön an Sie alle für die Auszeichnung. Das ehrt mich wirklich sehr. Glückwunsch, Sie haben es verdient. Ich habe Sie leider nicht gewählt. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ja, komm. Sind wir mal nett, ne? Dankeschön, Domji. Können wir jetzt bitte mal beim Thema bleiben? Ich glaube übrigens zum Thema, ich glaube, dieser Gruppenchat dauert hier wahrscheinlich noch ewig lange. Ich habe bei Duskwood es ja mal so gemacht, dass ich den Chat erstmal habe aussappeln lassen und dann haben wir dann die Folge beendet. Aber dieser Gruppenchat, ich glaube, es spielt die ganze Zeit im Gruppenchat. Na, hier wird nochmal Screenshots gemacht. Löscht ihn mit und gut ist. Ah, privat haben die geschrieben. Warte mal. Genau. Herr Krüger, Gabriela hat wohl richtige Probleme. Gabriela, warum haben Sie sich nicht an mich gewendet? Meine Kollegen und ich haben uns schon Sorgen um Sie gemacht. Was könnten Sie schon tun? Es ist eh zu spät. Dieses Mädchen, sie wird mich heute Nacht holen. Genau. Lösch den Mist, so gut ist. Nein, verdammt. Ich wusste, ihr versteht es einfach nicht. Ich habe Angst. Verdammt scheiße. Also genau, das war das, wo wir es vorhin schon gelesen hatten, ne? Genau. Gabriela, das wird nicht passieren. Das ist doch völlig verrückt. Hör bitte auf, du machst uns langsam. Du machst mir langsam Angst. Ne, machen wir das hier. Tomji, ich schreibe dir ne PN. Und damit ist der Gruppenchat dann wohl gleich zu Ende. Nehme ich mal an. Jetzt wird's intim. Ja, was dagegen? Party! Okay, Gabriela hat den Gruppenchat tatsächlich verlassen. Und das ist echt schade. Ihr seid solche Idioten. Wo er recht hat, hat er recht, ne? Gerade Jonathan, ne? Wobei, man muss ihn das nicht böse nehmen, ne? Er kennt das nicht anders. So, da sind wir jetzt bei Gabriela. So, Kinderchen, wir haben hier Yannick das letzte Mal abgecheckt gehabt. Den Jonathan, den gebe ich nachher 50 Links. Mein Instagram-Account. Aha. Und ich wundere mich schon die ganze Zeit, warum... Na, egal. Geile Vorführung. Ja. Ja. Nee, kenne ich nicht. Einer meiner Kommilitonen ist der älteste Student in unserem Kurs. Mit einem guten Laune spielt er oftmals die privaten Probleme seiner Ex-Frau und seinem Kind. Was? Alles klar. Okay, armer Jonathan. Nee, ich fühle da mit dir. Und wen haben wir hier noch gehabt? Dann hatten wir den Cedric gehabt. Wie gesagt, netter Typ. Genau, da hatten wir schon mal von reingeschaut. Und die Gabriela hatten wir gehabt. Und wie gesagt, es ärgert mich so doll, dass ich hier nicht irgendwie... Liebestrank. Hört man dazu. Oh, hier, tatsächlich. Der Liebestrank. Iriswurzeln, Zitronenmelisse, rotes Harz vom Drachenbaum, geschälte Feigen, Kümmel, Blütenblätter von Aprikosenbaum, Prunus amt bla bla bla. Die Zutaten müssen vermischt und dann klein geschnitten werden. Daraus kann man zusammen mit Mehl, Olivenöl und zwei frischen Eiern einen Teig herstellen, wo man hinzufügt 10 Haare aus der Achselhöhle und vom Schamhügel, außerdem abgefallene Krallen einer Katze, die vorher zur Asche verbrannt wurde.
Die Mischung muss zusammen mit einem Fledermausflügel getrocknet werden. Danach muss die Mischung mit aromatischer Essenz von Heidekraut, Erika, Wermut, bla 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 gemischt werden und anschließend verbrannt werden in einen Ofen zur Asche. Das so entstandene Pulver kann man den betreffenden Personen in einem beliebigen Getränk verabreichen. Jeder Widergespenstigste wird davon sofort besiegt. Jetzt wisst ihr Bescheid. Alles klar. Man nennt es auch K.O.-Tropfen. Ach ja, je, Freunde. So, EMP kennt man natürlich, den EMP-Store. Finde ich auch geil, ne? Direkt erstmal so hingegroovt dazu. Wie komme ich wieder zurück? So, und Magie und dann das hier. Hä? Waren wir schon? Diese Verlinkung finde ich super cool. Das muss auch bestimmt mega mördermäßig viel Arbeit machen, sowas zu verlinken. Wie gesagt, ich kann mich dafür total begeistern. Der Professor. Keine Medien. Ja, wahrscheinlich, weil er zu alt ist für solchen Medienschwachsinn. Alles klar. Gut, ihr Mäuse. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.